Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Chivaldo und herzlich willkommen zurück zum Rise of the Ronin. Ja, wir sind eigentlich beim letzten Mal stehen geblieben bei irgendeinem Pferdehändler, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nicht hier, oder? Der hat mich jetzt hier wieder rausgehauen. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich gezockt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht hier war. Egal, ist nicht weiter schlimm. Wir schauen mal. Was haben wir denn getan? Wir haben die Pferdediebe gestellt, natürlich. Wir haben jede Menge Gegner besiegt. Wir haben neue Kampfstile gelernt, wenn ich mich recht erinnere. Mumyuryu haben wir hier zum Beispiel. Ich meine, wir haben sogar neue Ausrüstung bekommen. Ich schau mal gerade. So, unser Schwertpaar mit Stärke 73. Da haben wir nichts Besseres. Der sieht nicht danach aus. Oh, 97. Oh, das sieht es umherziehenden Samurai. Was? Langschwert. Oh, Alter. Das sieht ja krass aus. So ein fettes Langschwert. Aber das hier? Warum ist das nicht ausgewählt? Warum habe ich das hier? Das ist ja viel besser. Let's go. Ja, geil. Das nehmen wir natürlich. Ich glaube, wir haben nichts Stärkeres. Übrigens, vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps, die hilfreichen Tipps. Ich freue mich über jeden einzelnen Tipp, weil ich bin hier so ein bisschen lost teilweise, was ich hier am besten mache. Zum Beispiel diese ganzen Dinger, die wir nicht benötigen, die soll ich doch zum Schmied bringen. Okay, mache ich. Ich habe was im Mund. Mache ich auf jeden Fall. Haben wir nichts Besseres. Und um da einfach... Ja, Materialien rauszubekommen wahrscheinlich. Das macht ja auch Sinn. Es macht ja auch absolut Sinn. Haben wir das hier gerade angelegt? Ja. 33. Wir haben nichts Besseres. Alles wunderschöne Hüte. Der hier zum Beispiel, der gefällt mir persönlich sehr gut. Oder der hier. Aber mir geht's um Stats. Da reicht mir auch ein Stirnband. So, ich schaue nochmal ganz kurz, ob wir hier was Neues bekommen haben. Scheint alles nicht so wirklich hilfreich zu sein. Das sieht doch am besten aus. Dieser Kimono, ne? So heißt es doch richtig. Loyalistenhandschuhe haben wir hier. Anstatt die modischen langen Handschuhe. Ja, die gehen einen Punkt nach oben. Oh, alle verbündeten Angriffe plus 1,4. Angriff. Zielgeschwindigkeit von unserem Bogen. Aha. 34, ja, lohnt sich das? Ja, weißt du was, komm, ich leg's einfach mal an. Hier, oh. Eichengitter. Wunderschön. Klasse, die sehen auf jeden Fall besser aus. Und die haben mehr drauf. Mhm. Sehr gut, den Rest werde ich abgeben an irgendwelche willigen Händler. So. Attribute. Wir haben 3 Fertigkeitspunkte und einen Stärkepunkt. Sowie ein Charisma und ein Intellektpunkt. Auch hierzu habe ich Tipps bekommen, was ich denn alles machen soll. Nochmal vielen Dank dafür. Das ist natürlich alles sehr hilfreich. Im Endeffekt will ich ja alles so ein bisschen verbessern. Also im besten Fall will ich hier das ganze Ding voll haben. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Aber ich werde mir die ganzen Sachen hier durchlesen. Wie hier zum Beispiel Charmpunkte. Denn hier muss ich mich natürlich so ein bisschen... Ja, Redekunst lügen, das war's. Kann ich das lernen jetzt? In Dialogen anzulügen. Kann ich das... Oh, Stufe 1. Ach, wir haben da schon Stufe 1. Moment, was war denn das noch? Verbesserte Verbündete. Verringert den Schaden, den nicht kontrollierte Verbündete erleiden. Das ist natürlich nicht schlecht. Das lohnt sich. Wucht der Hände. Wir machen das hier erstmal. Das sind 2 Fertigkeitenpunkte, die ich verbrate. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ja, Intelligenz muss ich auch ein bisschen was reinkloppen. Das weiß ich. Redekunst überzeugen. Das war's. Deine Gesprächspartner in Dialogen zu überzeugen. Das hätte ich gern. Das wollte ich haben. Anlügen nicht unbedingt. Aber... Wobei, vielleicht... Gibt dir die Option, deine Gesprächspartner in Dialogen anzulügen. Aber was bringt das? Das ist...
Bestienflüsterer. Verschiedene Tiere entdecken dich nicht mehr so leicht. Das ist mir egal. Ermöglicht Verbündeten von der Wirkung deiner Heilgegenstände zu profitieren. So rum. Und ich mach mal Rödelkunst Lügen, komm. Damit wir das noch haben. Was soll's? Haben wir halt jetzt. Stärkepunkt kann ich auch verbraten. Angriff insgesamt. Das braucht 5 Fertigkeitspunkte. Die habe ich alle nicht. Gegner schwächen. Niedrige Moral habe ich auch nicht. Also, ich habe eine hohe Moral, keine niedrige. Einschüchtern. Oh, das hätte ich auch gern. Ja, Redekunst. Wenn wir die Möglichkeit haben und die Gelegenheit gibt es, dann würde ich das doch schon gerne tun. Leute einschüchtern. So, okay, wo zum Henker bin ich hier? Ich weiß, ich bin hier schon mal lang gelaufen. Das ist nämlich der Ort, an dem ich dem das Pferd abgegeben. Ne, hier habe ich es nicht abgegeben. Hier habe ich mit dem Händler geredet, ne? War das hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier war. Okay. Hier gibt es Stall. Ist doch hier? Ist das doch der Stall? Ich meine, der war weiter hier irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern. Egal. Wir schauen mal, was ich noch gucken wollte. Kampfstile. Wir haben ja hier verschiedene Kampfstile. Ich habe auch einen Kampfstil gelernt, meine ich, irgendwo. Aber wir haben aktuell nur Mumyoryu. Oh, und Hoshinryu. Für Langschwerter. Aha. Stehen da irgendwo Attribute dran? Oh ja, da. Mit der Geschichte fortfahren. Bindungsstufe 0 von 1. Verbessern. Ah, man kann das auch verbessern. Okay. Aha. So, das heißt, ich habe jetzt Langschwert. Ne, habe ich nicht. Habe ich auf Hoshinryu? Fertigkeit. Führe einen Tritt aus und nutze die Wucht des Aufpralls, um dich in die Luft zu katapultieren. Drücke die Taste in der Luft, um einen aufsteigenden Hieb mit deinem Langschwert auszuführen. Oh, okay. Klar. Ist das jetzt ausgerüstet? Hokushin Itoryu habe ich auch hier. Für Katanas, okay. Speere haben wir nichts Neues. Für jede Waffe hat man hier verschiedene Kampfstile. Das ist interessant und sehr aufwendig. Ich ruf mal unseren Freund hier, ne? Ich muss auch wieder herausfinden, wie man kämpft, übrigens. Das habe ich auch schon wieder vergessen. So, da haben wir Blocken. Ich soll auch öfter blocken. Ja, das habe ich auch aus den Kommentaren entnommen. Das habe ich verstanden. Vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. So, zermahlene Kohle. Ja, und hier reden die auch japanisch, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Es wurde ja gemeckert, dass es nicht auf japanisch das Spiel, sondern auf deutsch spiele. Ja. Ich weiß. Ich würde es auch selber gerne. Okkulte Jagdlegende. Was? Moment mal, was? Okkulte Jagdlegende? Was heißt das denn? Ist das ein Gegner? Das sieht nicht gerade aus wie eine okkulte Jagdlegende, ehrlich gesagt. Okay, kämpfen kann ich noch. Hier kann man die Uhr. Okay, man kann jetzt auch mit der Uhr natürlich wechseln. Finde ich ganz gut. Die Uhrzeiten. Es gab hier einen Gegner. Den haben wir nicht angetroffen, weil er nur nachts, glaube ich, zu sehen ist. Okkulte Jagd. Ich habe keine Ahnung. Okay, Moment. Missionen. Was haben wir denn? Die böse Bande. Ein verdächtig aussehender Mann braucht jemanden, der ihm einen Gefallen tun kann. Wow. Ein verdächtig aussehender Mann. Ja, weißt du was? Das machen wir. Das ist die Hauptmission, glaube ich, ne? Zum Fotoatelier, ja. Missionsstufe 3 und 4. Ist egal.
Sekundärwaffe, kann man immer noch einsetzen, sehr schön. Wo ist das eigentlich? Da hinten. Nee, Moment, das ist so ein Banner. Das haben wir noch nicht, oder was? Das haben wir noch nicht. Was sind das eigentlich alles für Punkte? Begib dich hier, Zwillingsklinge. Das ist das Fotoatelier. Wo ist unsere Mission, die wir... Oh, okay, weißt du was? Wir gehen erstmal hier hin. Scheiß drauf. Wir gehen zum Fotoatelier. Das hört sich ein bisschen entspannt an. Das hört sich ein bisschen entspannter an. Frag mich nicht, wieso. Hier, ne? Ja. 130 Meter in diese Richtung. So, darf ich hier mal durch. Entschuldigung. was ist das hier für einer? Schau dich ruhig um. Bist du der Schmied? Was darf es sein? Apotheke. Rückkauf, herstellen. Nö. Komm gern wieder. Ich brauche einen Schmied, der mir meine Sachen zerlegt. Also die Dinge, die ich nicht benötige. So, Fotoatelier. Es wurde berichtet, dass hier dubiose Gegenstände gefertigt werden. Was? Hey, mach die Tür auf. Ich hisse mal kurz das Banner. Falls was passiert, kommen wir hierhin zurück. Was ist hier los? Hey, du. Was suchst du hier? Du wirkst verdächtig. Ich. Und ihr? Wer bist du? Sag schon. Auf Befehl von Fürst I sollen wir alle festnehmen, die uns verdächtig erscheinen. Oh, wir haben jede Menge Sachen. Willst du dein Blut an meiner Klinge sehen? Das heißt aber nicht, dass es klappt, ne, wenn ich das sage. Du hast mich nie gesehen, ja? Ich zahle auch. Nö, tue ich nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, das heißt Kampf hier. Ich arbeite für den Gouverneur. Mal gucken, ob das klappt. Ach, ist das wahr? Dann sind wir beide also aus demselben Grund her. Halte Ausschau nach verdächtigen Personen. Das hast du? Sogar geklappt. Ich glaub's ja nicht. Er kann hier allein die Stellung halten. Wir patrouillieren woanders. Das macht absolut Sinn. Du sagst dem Typ, den du überhaupt nicht kennst, hier, mach mal unsere Arbeit weiter. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Wieso hat er meine Lüge enttarnt? Dich lügen wir auch noch an. Ich danke dir. Diese Holzköpfe, die halten Kameras für eine Art Waffe. Ich würde sie dir ja gerne vorführen. Aber leider ist sie nun kaputt. Wie halte ich mich jetzt über Wasser? Ja, das weiß ich nicht. Wie läuft's, Igarashi? Funktioniert sie wieder? Ich fürchte leider nicht. Ohne die Skizze kann ich sie nicht reparieren. Verflucht seien diese elenden Diebe. Okay. Ist das wahr? Hört sich nicht gut an. Absolut nicht. Die haben ja keine Ahnung, wie wertvoll ihr Diebesgut ist. Aber ich kann wohl kaum bei denen aufkreuzen und es zurückfordern. Ich könnte das tun. Moment mal. Das ist doch mein Gleiterprototyp. Oh. Sag bloß, den hast du den Dieben abgeknöpft. Oh. Unglaublich. Ja. Hat er das direkt das gesehen? Klappt, ich weiß nicht, aber möglich wär's. Mir schwebt der ultimative Plan vor. Ich brauche meine Skizzen wieder. Wenn du mir hilfst, schenke ich dir eine Kamera. Na, wie klingt das? Wer sagt denn, dass ich diese Kamera möchte? Klingt gut, bin dabei. Eine Kamera könnte sehr nützlich sein. Ja, genau. Du hast Weitblick, so viel ist sicher. Ganz genau. Danke, dass du mir unter die Arme greifst. Die Diebe haben eine Basis in den Ruinen der Burg Maita. Doch wir müssen vorsichtig sein. Begib dich zu dem Tempel in der Nähe. Mhm. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Igarashi Iizuka. Daheim in Hitachi werde ich von allen Igarashi der Tüftler genannt. Also dann, wir sehen uns dort. Der Tüftler hat einiges drauf. Diese Flugmaschine ist super. Ich fürchte, das lässt er sich nicht ausreden. Sei so gut und hilf ihm, ja? Natürlich. Wo ist meine Belohnung? Jemand steckt in Schwierigkeiten. Was? Jemand steckt in Schwierigkeiten? Wer? In Ota stand da. Wo ist Ota? Honcho?
Honmoku Yamate Ishikawa. Wo ist... Oh. Nakamura Maita? Maitai? Ota, hier steckt jemand in Schwierigkeiten. Der schwarze Juwel. Was? Ein geheimnisvoller Fremder wurde angegriffen und sucht Hilfe. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das jetzt? Die gestohlene Statue. Der Hohepriester eines Schreins sucht Hilfe. Woher weiß ich das? Hat er mir das gerade erzählt und ich hab's verpasst? Was? Okay, ich meine, ja. Wir werden das alles machen. Verborgene Schneidebanner. Ja, da müssen wir natürlich auch hin. Was ist das hier für ein Kampf? Öffentliche Ordnung. Stufe 10. Ja, nee, da möchte ich noch nicht hin. Das will ich noch nicht tun. Was ist das hier? Stufe 12. Sehr starke Gegner. Das wird ja immer besser. Stufe 12. Neuer Kampfstil verfügbar hier. Okay, auch da müssen wir irgendwann mal hin. Ja, öffentliche Ordnung Stufe 3. Das kriegen wir hin. Da gehen wir hin. Ist auch hier im Westen, ne? Müsste das sein. Oh. Bin ich richtig? Ja, einigermaßen. Hier in die Richtung müssen wir. Ach ja. Ich habe mich ja ein bisschen schwer angestellt. Ich weiß das. Ich weiß es wirklich. Aber das Spiel ist nicht einfach als Laie. Und es ist halt auch kein Souls-like. Ich... Ja. Hier ist das Banner. Es ist schon eine Art Souls-like, ja. Aber es ist anders. Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Oh. Ach, das war gar nicht das Ding. Ich muss noch weiter. Ich dachte, wir sind schon da. Da war der Schmied. Komm mal her. Ach, da bist du. Bring mich zum Schmied. Ich will alles zerdeppern, was wir zerdeppern können. Der müsste hier sein, ne? So, dann da, jo. Wo ist der Schmied? Bin ich schon wieder falsch? Nee, der ist hinter uns. Noch ein Stück weiter. Okay, hier. Da ist der Schmied. Herr Schmied! Willkommen! Schmied-Sensei! Wonach suchst du? Ja, pass mal auf. Ich möchte zerlegen. Und zwar, kann ich mehrere? Kann ich. Eigentlich alles das, was wir nicht brauchen. Was ist das denn hier? 106? 105? Das haben wir angelegt. Das ist auf jeden Fall das Stärkste, ne? Ja, alles andere kann ich hier wegschmeißen. Ja, die Dinger auch. Oh ja, alles nicht. Oder? Stürmbad des Unnachgiebigen? Brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich es nicht brauche. Ich zieh's eh nie an. Ging das nicht eigentlich ein bisschen schneller? Mit dem Filter? Nee. Option alle auswählen. Alle. Ja, richtig. Das war's. Ja. Auswahl löschen, bestätigen. Die Auswahl beinhaltet Gegenstände des Seltenheitsgrades ausgezeichnet oder höher. Zerlegen, ja bitte. Noch etwas? Nein, danke. Tschüss. So, wir haben jetzt jede Menge Stuff bekommen, hoffe ich. Der uns auch jede Menge bringt. Auch das hoffe ich. Und nicht sauer. So, wo muss ich jetzt hin? Einfach die Straße durch. Und hier einfach rechts. Das werde ich schon erkennen. Da bin ich sicher. Weil ich kenne mich hier aus. Hier, da ist die Brücke. Und an der Brücke müssen wir rechts. Nicht wahr? So, hier muss irgendwo die Ordnung wiederhergestellt werden. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ei, ei, ei. Ist ja gut, Freunde. Ich gehe direkt rein. Ist das hier? Ja, ist hier. Okay. Gut. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Oh, da ist ein stärkerer Gegner. Ja, ja, ja. Ich sehe das.
Nein, das war es nicht. Das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Scheiße. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das kriegen wir hin. Wir können ja üben. Ich übe jetzt mit ihm. Wenn er mal... Okay, weißt du was? Komm mal her. Hauen die gerade ab von mir? Ja, ganz recht. Haut lieber ab. Okay, das war es nicht. Fuck. Gesuchtstufe, was? Wenn du Bewohner angreifst oder ähnliche kriminelle Handlungen begehst, steigt deine Verfolgungsstufe. Sind wir bei GTA? Wenn es das Maximum erreicht hat, wirst du für eine bestimmte Zeit von Beamten verfolgt, die für Recht und Ordnung sorgen. Welchen? Ich hab gerade Oma umgebracht. Ich habe einfach eine Oma umgebracht. Scheiße. Blutrache begonnen. Okay, wir müssen ihn irgendwie bekämpfen wieder, diesen Typ hier. Oh, ich sehe schon, das wird ein Spaß. Oh, das wird... War das der Bossfight? War das der härteste Gegner hier? Ich glaube schon, oder? Ich muss wieder reinkommen. Es ist... Ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber es ist schwierig. Wenn man mehrere Games, die ähnlich sind, das sollte ich nicht mehr tun. Ich sollte es einfach nicht mehr tun. Ich spiele gerade Final Fantasy VII, ich spiele gerade Rise of the Ronin und ich spiele halt momentan Bloodborne. Alles drei einigermaßen ähnlich vom Kampfsystem, aber halt andere Knopfbelegung, Tastenbelegung. Das ist schwierig. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist so. Sich immer wieder neu eingewöhnen. Ich meine, ich weiß gerade nicht, wie ich meine Waffe wechsle auf. Auf. Okay, doch, ich weiß es, ne? Nein, das ist es nicht. Das ist es. Okay, L1 gedrückt halten. Dann habe ich hier mein großes Schwert sozusagen. Hier kann ich das ändern. Ich muss nur mal ganz kurz gucken. Sorry. So, jetzt machen wir ganz in Ruhe. Keiner kann uns sehen. Wir sind im hohen Gras. Hoffe ich. So, wie mache ich ihn jetzt nochmal fertig? So war's nicht. Oh mein Gott, ey. Oh nein, ich brenne gleich. Okay. Blocken. Ich muss mich wieder an dieses System gewöhnen. Es ist leider so. Das ist...
Es ärgert mich selber. Es ärgert mich selber hart, muss ich sagen. Was ist, wenn ich mich jetzt hier anschleiche? Sieht mich irgendjemand? Ich hoffe nicht. Oh, yes! Das hat schon mal die Hälfte abgezogen. Das ist schon mal sehr gut. Beruhig dich. Okay, ganz ruhig. Komm her, ich bin mit dem dicken Kämpfer. Er hat gesessen. Okay. Oh, ho, 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 ho. Kreditai. Was? Takensohn? Okay, Kreditai war das. Aber weißt du was? Ich will seine Bande auch. Kommt her! Wenn ich euren Boss umgehauen hab. Oh mein Gott. Okay, das war ein harter Angriff. Ganz genau. Leg dich mal hin. Ich will nicht sterben. Alter, der hat doch nicht mal eine Waffe in der Hand. Okay, den haben wir. Was ist denn mit dir da oben? Oh. Komm ich zu dir hoch? Natürlich nicht. Aber dich kann ich doch, Moment. Nein, nochmal. Auch nicht. Der hat gesessen. Wie können wir nämlich zurückschlagen? Mist. Er wird zu langsam. Willst du mich verarschen? Schnauze. Oh. Wie gesagt, ich muss wieder reinkommen irgendwie. Bambus haben wir bekommen. Und wir haben eine Waffe bekommen. Die öffentliche Ordnung wurde wiederhergestellt. Ich gebe mir mein Bestes, ne? Ich muss wieder reinkommen in die Steuerung. Stufenaufstieg. Wir sind in Stufe 7. Klasse. Läuft, Freunde. Es läuft doch. So, was habe ich bekommen? Ein Schrein. Absolut. Da müssen wir hin. Denn da gibt es... was gibt's da nochmal? Ihr habt mir das geschrieben. In den Kommentaren. Vielen Dank. Nochmal. Tausendfach danke. So, der Schrein. Der gibt uns, glaube ich, Fertigkeitspunkte oder so, ne? Beten. Und hier bekommen wir... Fertigkeitspunkte. Plus 1. Genau, das war's. Sehr schön. Junge. Aber, seien wir mal ehrlich, das war gar nicht so schlecht gekämpft am Ende. Ein paar Mal habe ich verkackt. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, ich muss wieder reinkommen. So, Stall. Rabattbindungsbonus. Hier haben wir noch einen Schneidebanner. Aber unser Ziel... Was ist denn mit unserem Ziel passiert? Unsere Mission? Die böse Bande war es nicht? Das schwarze Juwel war es das? Ich dachte, ich soll... Naja, ich soll dieses Ding wieder zurückbringen. Für den Fotografen. Was wollte er denn? Die gestohlene Statue, war es das? Nee. Ich weiß es schon nicht mehr. Wir machen einfach alles. Wir machen alles, Folge der Zwillingsklinge. Du bist dem exzentrischen Ronin erneut begegnet und suchst nach Hinweisen, die zu deiner Zwillingsklinge führen könnten.
Ja, das sollten wir tun. Höre dir Iga Shichizukas Auftrag in der Burg Maita an. Ach, das ist das. Das ist die Hauptstory. Ja. Das ist doch der Typ. Wir sollen ihn auf der Burg Maita treffen. Wo ist denn diese Burg? Sag mir nicht, das ist 100.000... Nee. Da will ich noch nicht hin. Wir müssen erstmal üben, zu kämpfen. Wie wär's mit ein paar stärkeren? Stufe 8? Ja, Stufe 8 hört sich gut an. Das hört sich sogar sehr gut an. Komm, let's go. Bring mich. Bring mich zu den Stufe 8 Gegnern, die ich natürlich mit Leichtigkeit besiegen werde. Ja. Ich entschuldige mich. Für mein dummes Spielen. Manchmal spiele ich halt einfach dämlich. Es ist halt so. Aber das gehört dazu. Man lernt halt. Man lernt dazu. Das ist halt das Ding. So, hier ist noch so ein Ding in 80 Metern. So ein Banner. Das würde ich mir auch gerne schnappen. Le Banner. Hier, da ist es. Ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Oi, oi. So, hier ist ja das Banner. Hier ist ja das Banner. Berühre das Banner. Moment, haben wir nicht neue Ausrüstung bekommen? Ich meine, wir haben irgendwas bekommen, ne? 56er Kreuzsperr, nein, danke. Hier. Ein Ochsenschwanzsäbel. Sieht cool aus. Ist allerdings... Ist das eine... Aber das ist keine Doppelklinge, ne? Ich hätte gern so ein Schwertpaar als erste Waffe und dann als Brecher so eine Einhandwaffe. Hier haben wir auch so ein Ding. Ja. Oh. Dekoratives Gewehr. Ein dekoratives Gewehr? Kann man das denn nutzen? Natürlich kann man. So, das ist Schund. Das ist alles Scheiße. Das ist Dreck. Ja. Wir haben so viel Zeug bekommen. Okay. So, hier haben wir Eulennetzuke Talisman. Den lasse ich mal. Attribute. Wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Ja, die können wir verbraten. Irgendwann, wenn ich ein paar gesammelt habe. Ich glaube, dann lohnt sich das ein bisschen mehr, oder? So. Das Banner hätte ich gehisst. Let's go. Wir müssen weiter. Und zwar zu der Markierung dort hinten. 170 Meter noch. Und dann kommt der richtige Fight, Freunde. Aber haltet euch mal fest. Ich werde euch zeigen, wie man richtig fightet in diesem Game. Ich hab Angst. Ich hoffe, ich verkacke nicht sofort. So, das nehme ich alles mit. Rote Datteln. Cool. Das sieht aus wie Ärger. Hey, Freunde, Wahrzeichen besucht. Shukombin-Schrein. Kui. Ja, ja, Kui. Beruhig dich. Nicht schlecht. Guter, wuchtiger. Macht sich hier auf der Brücke gemütlich, der lässt sich ein bisschen sonnen. Aber hier sind noch ein paar andere Gegner, ne? Vielleicht wechsle ich kurz meine Klingen. Weil ich muss natürlich auch hiermit klarkommen. Er kann uns nicht sehen. Er kann uns nicht sehen. Er kann uns nicht sehen. Tschüss. Oh, das ist ein Boss. Fuck, der ist sauer. Ja, sei ruhig sauer. Guck mal hier. Oh Mann. Krasser Move.
Ja, komm her. Ich glaube, der hat uns erwischt. Da kommt noch einer. Lasst uns kämpfen. Hund, willst du mich verarschen? Ich muss erstmal den Hund wegbekommen. Sorry, Hund. Komm her. Klappt. Klappt so langsam wieder. Ich komme wieder rein, Freunde. Ihr merkt es. Ihr merkt es, dass ich gleich sterbe. Probieren wir mal den Funken, der nicht klappt. Ich krieg das Timing nicht hin, leider, von diesem Funken. Feuerfunke ist das, ne? Ich sollte sein lassen. Freunde, genauso und nicht anders. Klasse. Aber das war nicht der letzte, ne? Besiege würdige Gegner, einen von zweien. Okay. Vielleicht dann doch lieber mein fettes Schwert. Wo ist er eigentlich? Da müsste noch einer sein. Ein würdiger Gegner. Den erwarte ich eigentlich hier drin. Jupp, der kann mich sehen. Okay, ganz normale Gegner gibt es hier aber auch noch, ne? Scheiß drauf. Ich bin hier. Okay, ganz ruhig. Lass ihn kommen. Ich kann's nicht lassen, ne? Shit. Ich hab nicht mal gewusst, dass da was ist. Ich wollte ihn eigentlich ziehen. Genauso. Oh mein Gott. Fuck. Nicht sterben. Alter, nimm deinen scheiß Trank. Oh, das war knapp. Und das ist wieder knapp. Aber wir kriegen den weg, bin ich mir sicher. Leg dich mal hin, Junge. Wir sind einfach ein Brecher. Okay, es wurde gemeckert in den Kommentaren, dass ich mich hübscher machen soll. Ich finde, wir sind sehr hübsch. Aber wenn wir die Möglichkeit bekommen, irgendwo zu einem Friseur oder so zu gehen, okay, dann gehen wir da halt hin. Ich will mal nicht so sein.
So, wie lege ich Waffen nochmal weg? Wie lege ich Waffen nochmal weg? Macht er bestimmt automatisch irgendwann, ne? Hoffe ich. So, einmal hier durchbrechen, gucken, was hier so gibt. Ist das etwa eine Kiste? Ja. Die haben wir uns redlich verdient. Importiertes Buch. Und warme Stiefel. Importierte Bücher, die fremdes Wissen enthalten, können überall gefunden werden. Der Erfinder Igarashi findet sie sicher nützlich. Sehr gut. Das schaue ich mir mal an. Also erst einmal, haben wir neue Waffen bekommen? Haben wir tatsächlich ein Irrlicht Uchigatana? Oh ja. Oh, Moment, warte, was? Ist das ein Schwert? Ein Katana, ach so. Ich überlege, ob wir Schwertpaar austauschen auch teilweise gegen die hier, aber wir werden, nee. Ich will schon meine Doppelschwerter behalten und dann halt ein Brecherschwert auf dem Rücken und das ist es leider nicht. Schade. Und ihr habt Besseres für mich. Oh mein Gott, das passt ja überhaupt nicht. Okay, ihr könnt es gerade nicht sehen. Ja doch, hier kann man es sehen. Dieser Hut passt null. US-Marinekappe. Perfekter Präzisionsschuss. Ich lasse das erstmal. Das hat zwar 6 Stufen höher. Verteidigungsstufe. Auch höher. Aber das passt halt gar nicht, ne? Ich kann es nicht lassen. Ja, dann ist es halt so. Und warme Stiefel haben wir auch gefunden. Guck mal hier, warme Stiefel. Passt perfekt zu unserem Hut. Zu unserem neuen. Wir sehen aus wie am Karnevalsfest. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hier sind 2 Katzen. Ey, Moment mal, öffentliche Ordnung ist immer noch nicht hergestellt. Wir haben ja noch einen Gegner. Wo ist der da? Und ich werde dich sowas von massakrieren. Und zwar von hinten. Du Lauch, komm her. Nicht umdrehen. So drehst du dich um, bist du ein Wahnsinn. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich hart gewarnt. Er wollte nicht hören. Und schon sind wir wieder ein bisschen sicherer hier in dieser Welt. Okay. Bashamichi haben wir jetzt ein bisschen befreit. Und schon kommen die Leute wieder hier hin. So gefällt mir das. Ein Schrein ist in der Nähe. Oh ja, hier, der Shukan-Ben-Schrein. Mal gucken, was hier in der Enzyklopädie darüber steht. Ein Schrein im Bashamichi-Bezirk von Yokohama. Er wurde auf Befehl von Minamoto no Yoritomo errichtet. Die hier verehrte Statue von Benzai wurde angeblich aus demselben Stück Holz geschnitzt wie jene, die im Gegenstück des Schreins in Inoshima aufbewahrt wird. Mit seinem beeindruckenden Blick auf das Meer gilt der Schrein als ein Ort von außerordentlicher Schönheit. Ein Jahr nachdem der Hafen von Yokohama für den ausländischen Handel geöffnet wurde, wurde dieses bedeutsame Ereignis hier mit einem Festival gefeiert. Das ist ja ein Traum. Ein absoluter Traum. Gefällt mir. Wir holen uns die 2 Katzen. Weil ich muss. Und hier den Schrein auch. Und das auch. Wir müssen alles holen. Auf der Flucht. Ein hinterhältiger Nitsuyoshi. Dieser hinterhältige Typ. Den krallen wir uns sowas von. Alter, der Hut, ne? Ich weiß gar nicht. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Jetzt mal ernsthaft, wo ist die Katze? Oh mein Gott, hier. Gut versteckt. Ich dachte, das ist so eine, die direkt abhaut, aber ist hier gar nicht, ne? Okay. Hätten wir. Ich hätte gern die andere Katze aber auch. So, einmal hoch hier.
So, wo war die nochmal? Hier im Norden irgendwo. Bestimmt hier an dem Turm. Ich sehe schon.